Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch zeigen, wo die ganzen Risse oder Erdbeben entstehen. Zusätzlich werdet ihr noch das nächste Erdbeben live sehen. Ich weiß nicht genau, welches Erdbeben das ist. Ich glaube irgendwie 17., 16., irgendetwas in dem Dreh. Und wie ihr es hoffentlich schon gesehen habt, habe ich ja das Video schon gemacht. Allerdings sind in der Zwischenzeit schon ordentlich Erdbeben wieder aufgetaucht und auch neue Erdbebenpunkte, wo welche entstehen könnten, aufgetaucht. Ich gehe heute davon aus, dass das Erdbeben in Wailing Woods eventuell entsteht, bei Pleasant Park entsteht oder hier das Erdbeben entsteht. Am stärksten gehe ich irgendwie ehrlich gesagt von Pleasant Park aus. Auf jeden Fall werde ich euch erstmal zeigen, wo jetzt heute das Erdbeben, glaube ich, um Mitternacht irgendwie entstanden ist. Und zwar kam hier ja aus Wailing Woods schon das Erdbeben raus. Da vorne ist eins. Da, wo ich gerade hinschaue. Dann hier unten ist das nächste entlang gegangen und das ist dann eben halt heute Morgen entstanden. Hier einmal ganz durch bis da hinten. Das ist der erste Punkt, wo die ganzen Erdbeben entstanden sind. Dann werde ich mir jetzt kurz ein Driftboard nehmen, um weiterzufahren. Übrigens, Driftboards sind auch ein wirklich cooles Fahrzeug. Ich finde, da hat Epic Games mal wieder ein richtig cooles Fahrzeug reingebracht, das jetzt irgendwie nicht so nervig und OP ist wie das Flugzeug, das ja übrigens auch mit Season 8 rausgenommen wird. So, auf jeden Fall werden Erdbeben in Wailing Woods noch einmal entstehen. Wann, weiß man ja nicht. Auf jeden Fall glaube ich in 10 Minuten oder so kommt das nächste. Genau, 5 Minuten und 50 Sekunden noch. Ach ja, genau. Hier ist das Erdbeben schon entstanden. Habe ich gar nicht mitbekommen. Lol. Auf jeden Fall geht das von hier vorne aus, also fast hier Mitte. Ich habe ja auch das Gefühl, dass es irgendwie schon so leicht brauner geworden ist. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet, aber so persönliche Vermutung ist das ganze Gebiet hier schon brauner geworden. Der Standpunkt vom Erdbebenursprung muss irgendwie da sein. Auf jeden Fall wird hier hinten, ich muss kurz finden. Ich glaube, das ist das schon, genau. Hier einmal rüber. Dann hier, glaube ich, entlang geht zumindest das eine Erdbeben. Dann ein bisschen weiter nördlich wird auch noch ein Erdbeben entstehen. Irgendwo am Rand. Gucken, ob ich das auf Anhieb finde. Auf jeden Fall war ich hier mal ein Punkt. Oder war das schon eine. Ich glaube, genau, das war da unten entlang. Da unten war das eine und das andere da oben. Ich werde jetzt nicht nochmal extra dahin fahren, weil das relativ kleine Erdbeben waren. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt mal Richtung Lazy Links begeben, weil ich da, glaube ich, die größte Chance habe, mein Erdbeben live zu sehen. Ich werde euch notfalls auch nochmal im Replay-Modus das Erdbeben zeigen, damit ihr es spätestens dort mitbekommt. Hier ist ja der eine Riss unter The Block entstanden. Dann ist er hier auf jeden Fall weitergegangen. Und dann hier ganz hinten ist noch mal ein kleiner Riss bis hier zur Kante gegangen. Leider nicht ganz durch. Nur kurz vor der Kante hat er gestoppt. Ich hätte wirklich interessiert, wie das ausgesehen hätte, wenn der das erst Wasser berührt hat. Und dann sozusagen den ganzen Hang darunter ein Riss wäre. Der nächste Riss ist hier. Hier entlang.
einmal durch. Hier geht auch der nördliche Teil. Nee, nicht, weil der hier eher am Hang ist. Hier einmal entlang. Da unten ist der andere Teil. Geht er einmal hier über die Kuppe rüber. Relativ lang auch, bis der hier hinten dann bei den Bäumen endet. Hier hinter geht der Riss dann nicht mehr weiter, wie man sehen kann. Dann in Lazy Links sind schon alle Risse fertig. Genauso wie bei Dusty. Der erste Riss war ja da vor der Brücke, die übrigens mittlerweile auch zerstört ist. 5 Tage zu spät oder so. Der Riss ist ja entstanden und die Brücke war da noch heile. Dann ist irgendwann einfach die Brücke, glaube ich, mit dem Update am Dienstag kaputt gegangen. Und jetzt ist auch was bei einem echten Erdbeben damit passieren würde, geschehen. Hier oben geht auf jeden Fall das Erdbeben weiter entlang. Ich habe jetzt noch 2 Minuten und 15 Sekunden, bis das nächste Erdbeben entsteht. Hier teilt es sich dann kurz auf. Auf der anderen Seite geht es hier entlang. Einmal bei den ganzen zwischen den Golfplätzen entlang. Hier endet der Teil des Risses wieder. Der geht dann hier weiter. Ein bisschen hier neben dem Golfplatz entlang. Und teilt sich dann hier kurz vorm Baum nochmal auf. Hier ist ein kleiner Bug. Und zwar ist hier ja die Kuhle und das Gras ist viel zu hoch dafür. Sieht ein bisschen strange aus, weil man denkt, man würde ja hier glatt rüberfahren. Dabei versinkt man so ein bisschen. Und dann fahre ich nochmal kurz nach Pleasant Park. Genau, hier beginnt dann der nächste Riss. Hatte ich auch schon vorher gesehen, nur ich hatte keine Zeit, noch ein Video darüber zu machen. Der ist auch hier relativ groß, eigentlich der Riss. Und der geht dann eben halt hier weiter, ab da vorne, wo mein Fadenkreuz ist. Hier entlang, neben dem Haus. Hier mal über die Straße rüber. Hier so entlang. Dann beginnt der auf der. Hier auf der Seite wahrscheinlich geht er weiter und geht dann bis nach Pleasant Park hier ran. Die Risse zerstören. Der einzigste Riss, der bisher wirklich etwas zerstört war, war der bei der Brücke. Der Rest hat aber noch nichts zerstört. Und hier endet auf jeden Fall der Riss. In 20 Sekunden ist es soweit und das nächste Erdbeben entsteht. Ich hoffe wirklich, dass ich mit meiner Vermutung richtig liege, dass der hier entsteht. Sonst werden wir uns das noch einmal im Replay-Mode später angucken. So, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Ich bin einfach gut im Predikten. Okay. Als dass meine Prediction gestimmt hat. Und da ist das Haus auch weg. Hier stand das Haus. Und jetzt ist hier einfach nur noch ein Riss. Und hat alles dort zerstört. Meine Prediction war auf jeden Fall dafür ganz gut. Ja, jetzt werde ich euch auf jeden Fall nochmal die anderen Risse zeigen. Ich werde euch auch jeden einzelnen zeigen, damit ihr nicht nochmal das andere Video gucken müsst. Damit alles ein bisschen geschlossen auf einen Punkt ist. Auf jeden Fall ist der nächste Riss hier bei Dusty. Tomato Temple zu Dusty, werde ich kurz hinfahren. Es fehlen, glaube ich, auch noch 3 Risse, die nicht entdeckt sind. Und 3, 4 Risse, wo man noch nicht weiß, wo die entstehen werden. Auf jeden Fall mit dem Driftboard geht das schnell darüber. Ich mache das gerade auch im Livestream, beziehungsweise wenn es jemand später sieht, dann war es ein Livestream. Und damit die alles, die es eben halt im Livestream gucken, das auch live sehen können.
Auf jeden Fall hier ist ja sichtlich, dass der Riss zwischen den Bäumen dort entstanden ist. Hier einmal oben entlang geht. Hier um das Haus entlang. Und dann geht er einmal noch hier um die Bäume rum. Dann hier das letzte Stückchen nach da oben. Manche gehen davon aus, dass unter dem Gebäude von Tilted Towers auch ein Riss entstehen wird. Man kann es hier mit bei den Steinen nicht sehen, weil da nicht dieser Grastrick funktioniert. Ich kann euch den Grastrick ja nochmal zeigen, wodurch man erkennen kann, wo die Risse entstehen werden. Dafür müssen wir einmal zum nächsten Rissstandort gehen. Und zwar der hier. Ihr seht ja, überall ist Gras und hier wird ein Riss entstehen. Dadurch ist die Erde ein bisschen abgesenkt. Und hier nebenan ist über Gras. Hier ist kein Gras. Dadurch weiß man, dass hier ein Riss entstehen wird, dass er da hochgehen wird. Und dass er der zweite Arm hier einmal so entlang gehen wird. Der nächste Rissstandpunkt, der irgendwie unlogischste, so von der bisherigen Theorie aus, ist der hier unter Salty Springs. Weil vorher gingen ja alle Risse immer von dem Standpunkt hier aus. Der geht da nach oben, der geht da nach oben, der geht hier entlang, der geht da entlang, der geht so. Alle von dem Punkt aus, auch der hier und der, den kann man noch hier halbwegs verstehen, weil das sozusagen so eine halbe Weiterführung von dem Riss ist. Aber der hier hat keinen Standpunkt, wo der anknüpft. Allerdings habe ich eine Ahnung, und zwar das, die ist ja eigentlich noch relativ neu. Es ist jetzt eine der neueren Städte, die auf der Karte sind. Deshalb wollen die eher nicht zerstören. Sondern eher Salty Springs ist ja ein alter Ort. Fatty Fields ist alt, Tilted ist alt, Pleasant ist alt. Tomato Temple ist eigentlich auch noch relativ neu. Ja, Lazy Links ist irgendwie wahrscheinlich nicht ganz so beliebt. Und die wollen ja damit auch alte Orte zerstören und so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Natürlich wollen die nicht ganz chronologisch vorgehen, dass die ältesten Orte immer rausgehen, sondern eher unbeliebte Orte rausgehen. Auf jeden Fall geht er eben halt hier einmal unter der Kante entlang. Dann geht der zweite Punkt hier entlang. Ganz witzig eigentlich, hier könnte man denken, der geht jetzt so geradeaus darum. Aber der macht hier unten noch so einen Bogen, einmal entlang bis hier. Das letzte Stück des Risses geht hier einmal über die Straße. Der linke Abzweig geht hier hin und der rechte geht bis hier. Dann waren das alle Risse, die bisher bekannt sind. Drei fehlen noch. Ich denke mal, die drei werden unter Tilted sein. Einer wahrscheinlich versteckt unter Pleasant und einer wahrscheinlich unter Retail Row. Das klingt sehr schlüssig für mich, weil das eben mal drei alte Orte sind, die irgendwann mal ausgetauscht werden müssen. Tilted zumindest das Meme-Gebäude hier, das Gebäude, das glaube ich schon zweimal zerstört wurde. Und das wollen die wahrscheinlich jetzt auch beibehalten. Hier stehen zwei Lamas direkt nebeneinander, GG. Ja, das waren alle Risse, die derzeit bekannt sind. Wenn neue Risse bekannt sind, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, ich denke mal, die letzten Risse werden am 27. auftauchen, am letzten Tag der Season, weil da dann auch die Spannung auf Season 8 am größten sein soll. Falls ihr aber noch Risse finden solltet, könnt ihr es mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Bis dahin, ciao.